Servus miteinander. Salut. Was für ein unglaublich schöner Tag in Bregenz mit der Ursula gemeinsam. Am besten ihr schaut es euch einfach an. Hi Leute, da ist der Danny von 1000 Things und heute sind wir bei Folge 4 aus unserer Reihe. Ach komm, wir wissen eh schon, was es geht, oder? Ich bin auf dem Weg zu Ursula. Die hat nämlich mit ihrem Mann, dem Peter, eine französisch-belgische Brasserie in der Bregenzer Altstadt, das Petrus, eröffnet. Und ich glaube, da gibt es einige kulinarische Highlights. Das freue ich mich jetzt schon sehr. Hallo. Hallo, servus. Wie geht's dir? Danke. Es ist so schön, da zu sein. Willkommen in Bregenz. Danke. Ah, schau, wir sind gebührend empfangen. Und jetzt schauen wir uns das Bregenz an, das am nächsten für mich zu Frankreich ist. Super. Und ich war? Genau. Schau, jetzt sind wir eh da. Da ist jetzt die Brasserie. Ah, das stimmt, das Haus hat wirklich einen französischen Esprit. Schon, gell? Ja, wunderschön. Gehen wir rein? Gehen wir rein! Jawohl! Ursula, erzähl mir mal, wie bist du dazu gekommen, so ein belgisch-französisches Brasserie-Konzept nach Vorarlberg zu bringen? Das ist ja schon eigentlich sehr unüblich, oder? Also mein Mann und ich haben in Belgien gelebt, 25 Jahre lang, und das französische Essen wirklich schätzen gelernt. Und das Brasserie-Konzept ist genial, es ist den ganzen Tag offen, es ist gemütlich, du bist willkommen für einen Kaffee und für ein belgisches Bier, genauso wie für ein Dreigänge-Menü. Man fühlt sich wirklich wohl, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Und das Essen ist ja genial, ja, Muscheln, Mulfrit, Austern. Ach, jetzt redet schon so viel über das Essen, da riecht man schon das Wasser im Mund zusammen. Ja gut, so, wir werden das jetzt gleich ausprobieren. Großartig. Aber Ursula, das ist doch viel zu viel. Wie sollen wir das überhaupt zu zweit schaffen? Ich würde sagen, wir fangen mit den Muscheln an. Mhm. Wir nehmen uns die Sandwiches mit zu unserem nächsten Stopp. Da wartet nämlich der Peter schon auf uns. Das heißt, ich kann jetzt zugreifen? Bitte. Hoi Peter! Hallo Danny, hallo Ursula, schön Servus. Euch zu sehen. Bitte hallo. Komm an Bord, machen wir eine schöne Segeltour. Erlaubnis an Bord zu kommen? Erlaubnis erteilt. Danny, es ist nicht wunderschön hier zu segeln. Es erinnert mich immer ganz schön an die Normandie, das Meer, den Atlantik. Der Raum, den man hat, den Blick, das Wasser, der Wind. Das ist ein fantastisches Lebensgefühl hier. Das stimmt, ich muss dir wirklich recht geben, das ist schon ein Stück Frankreich. Nach unserer wunderschönen Segeltour jetzt, ich muss langsam zurück in die Brasserie. Schlag vor, du fährst mit Ursula noch auf den Gebersberg. Da gibt es ein wunderschönes Schloss und einen Ausblickpunkt. Super, gerne. Ein super Blick über den ganzen See. Bevor wir das machen, ich meine, jetzt fahren wir ziemlich schnell, aber glaubst du, es wäre möglich, dass ich noch reinspringen kann? Einmal muss sein. Aber dann musst du unbedingt die schöne Kopfloch machen. Okay, mach ich. Okay, wow. Du hast nicht zu viel versprochen. Das ist doch genial, gell? Da sieht man wirklich La Mer, das Schwäbische Meer. Jetzt kannst du verstehen, warum ich es so toll finde. Das kann ich absolut verstehen. Wie sagt man Französisch? Oh la la? Oh la la.